Denk mal schon. Okay, wo bin ich hier gerade? Ich verspüre eine leichte Angst. Kräutermedizin! Freut mich. Ach, das ist draußen. Oh, ich bin gerade nicht draußen. Ach Mist. Nicht schon wieder. Heute Foto ist ein anderer Ort zu sehen. Ja. Kann ich bestimmt nicht durch, ne? Ja, mir fehlt ein Stein, okay. Das war mir schon irgendwie klar. Okay. Ach, ist das zum Speichern? Ich dachte gerade schon, was ist das denn? Oh mein Gott. Runter bitte. Aber ich spiele noch ein bisschen weiter, weil ich gerade irgendwie, habe ich Bock? Ja, sonst würde ich nicht spielen. Speichern, ja. Steckplatz 2. Dämonenjagd, immer noch. Diese kleinen Kiddies. Mm. So, was ist denn hier so los? Nichts irgendwie, kann das sein? Ist der Raum? Nein. Okay, was ist das? Ein glänzender gelber Stein ist in die Oberfläche des riesigen steinernen Denkmals eingelassen. Goldene Gravur. Okay. Also für das hier... Oh, da ist noch was. Hallo? Geisterstein. Irgendwie kann ich damit nicht so wirklich viel anfangen, weil ich kaum Punkte habe. Und das ist mein Problem. Ich krieg einfach zu wenig Punkte. Ja. Auf jeden Fall gehen wir zurück und machen dieses Rätsel, was ich eh nicht kann. Und wir versuchen es. Ja. Joha. Okay. Kannst du da hoch? Nein, nicht wirklich. Oh Gott, ich versuch's einfach. Ich melde mich gleich wieder, wenn ich's hab. So, geschafft. Gut. Irgendwas los? Hallo? Hallo Leute. Was geht so ab hier? Eine seltsame weiße Maske steht auf etwas, anscheinend ein Altar. Maske der Spiegelung. Ich habe die Maske der Spiegelung. Den Gesichtsausdruck kann ich nicht beschreiben. Er ist sehr merkwürdig. Ja, ey. Miku? Miku ist gar nicht hier. Ich bin ihre Zwillingsschwester. Ja, ist ja jetzt gut, alter Opa. Was willst du denn von mir, Mann? Verpiss dich. Werft er da irgendwas auf mich? Kannst du, geh mal ab. Ab! Miku, ja, ey. Wow, ich hab's dir voll gegeben, alter Opa. Jetzt geh auch bitte weg. Er will nicht. Er will einfach nicht. Ich hab dich, hahaha. So, wo bist du jetzt? Komm nochmal her, ich will dich voll fertig machen. Ich hab dich nämlich gleich.
Ich hab dich gleich. So, ich hab dich. Du bist tot. Erledigt. Nicht tot, weil Geister können nicht nochmal sterben. Außer du bist irgendwie so ein Formwandler, der sich in einen Geist verwandelt hat. Und deswegen... Nein, okay. Bist du nicht? Schade. Hier lag doch irgendwas. Da hinten. Ja, ab zum glitzernden Ding. Ich bin wie ein kleines Mädchen, das auf glitzernde Sachen steht. Filmtyp. Ja, jetzt geben sie mir diesen schwachen Film. Oh. Sein linker Fuß ist beschädigt. Sein rechter Fuß ist beschädigt. Sein rechter Arm ist beschädigt. Wetten? Seine rechte Hand meine ich doch. Und dann wieder anders und oben ist der Kopf. So. Verstehe das schon. Ja, gehst du vielleicht... Oh, sah aus wie Käse. Kein Käse für die Vanessa. Schade. Ja, ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Ich glaube mal hier. Ist das eine Tür? Oh, nein. Hätte ich ja jetzt nicht wissen können. Was mache ich hier eigentlich gerade? War es das eigentlich? Hier ist doch ein Raum. Amiko möchte nicht durchgehen. Anscheinend verschlossen. Oh, ihr seid so gemein. Jetzt fängt es auch noch an zu... Guck mal, Gott weint mir mit. Weil ich traurig bin, weil ich da nicht lang kann. Ja, schämt euch alle. Ich habe das Türschloss gelöst. Was? Oh, jetzt bin ich hier. Das sollte jetzt nicht heißen, dass ein Geist kommen soll. Und auch dieser dumme Geist, den mag ich echt nicht. Ich gehe jetzt nicht zurück und speichere, wenn ich das darf, bitte. Muss ich so rumstöhnen. Ich mag dich halt nicht. Ich stehe halt auf, nicht so... Das hat ihn jetzt sehr verärgert. Habe ich so das Gefühl. Aber dafür kann ich doch auch nichts. Du bist nicht mein Typ. Bitte versteh das. Er hat's verstanden, okay. Ich hab dich auch lieb. Bis zum nächsten... Seil? Du hast mir gerade einen riesigen Schreck... Gedingstart. Mir fällt schon sogar gar nicht mehr das Wort ein. Weil du mich so... Oh Gott. Oh. Ey, dieser Nebel, ne? Was ist denn das? Wie komme ich zum Speicherpunkt? Ach, da. Ja, ich speichere jetzt schnell. Ihr müsst wieder dabei sein. Ist ja normal, ne? dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich muss gleich mit dem Hund gehen. Und deswegen... Bis zum nächsten Mal und ciao!